Sie Lords und Sie Ladies, was macht man mit einem gereiften Rum am besten? Na, ein Rum Sauer. Und den gibt's jetzt. Rum Sauer ist an sich auch kein Hexenwerk. Was braucht ihr dazu? Ein Rum am besten, dann eine Süßung und Zitrone. So, das alles kommt in diesen Shaker hier, den ich schon mal mit Eis vorbereitet habe. Und jetzt kommt der Rum dazu. 5 cm gereifter oder brauner Rum. Dann 2 cm gerne frisch gepressten Zitronensaft, dann ist er nämlich am besten. 2 cl. Und jetzt den Curaçao. Einige von euch werden sagen, Mensch, das ist doch ein Triple Sec. Stimmt. Wenn ihr aber genau hinguckt, ist das ein, ich lese mal vor, Curaçao Triple Sec. 3 cl dient uns als Süßung. Hier ist nämlich ordentlich viel Zucker drin. So, nicht sparsam sein. Und das Ganze shaken wir, bis der Shaker kalt wird. So, los geht er. Jo, das mal kalt. Hier ein vorbereitetes Glas. So, und kein Eis dazu. Den genießt ihr bitte so. Da ich hier frische Zitrone verwendet habe, würde ich das Ganze gerne nochmal durch ein Sieb geben. Also Double Strain. Warum Double? Weil hier ja auch schon so ein kleines Sieb drin ist, was solche großen Geschichten wie Äpfel, Melonen und sowas zurückhalten könnte. Aber eben nicht irgendwelche Fruchtfasern von Zitrone. Rein damit. So. Tatsache, ein bisschen was bleibt hängen. Ein wunderschöner Rum Sour oder Rum Sauer. Wie auch immer. Ein Rum Sour mit dem guten Ron Rombero von Tante Lidl. Ich finde, der passt da eigentlich ganz gut, weil er von sich schon so eine leichte Süße mitbringt und dann noch schön rund ist. Bin mal gespannt, wie der schmeckt. Auf euch. Mein lieber Schwan, was bringt der Bulls mit? Auch noch 38%. Also hier ist richtig Musik drin, Freunde. Aber nichtsdestotrotz lecker. Ein einfacher Drink für einen schönen Abend von einem unschönen Tag vielleicht. Wie auch immer, den kannst du haben. Ist schnell gemacht, halt schnell zusammen gemixt und geshaked. Und das ist doch ein schönes Getränk. Lehnt sich so ein bisschen an den Daiquiri. Ich meine, da ist auch nicht viel drin. Eine Süßung, eine Säure und halt Rum. Einfach, aber lecker. Freunde, macht's gerne nach. Sagt mir gerne, wie ihr dieses Video fandet. Und ich freue mich über ein Abo. Ansonsten viel Spaß und bis zum nächsten Drink. Tschüss.